Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Partie des Monats, diesmal für den Monat März. Aber die kommentierte Ausgabe, die kommentierte Version dieser Partie findet ihr in der Mai-Ausgabe der Rochade Zeitung, Rochade Schachzeitung, Rochade Europa, um genau zu sein. Also, was habe ich heute für euch? Partie Mateusz Bartel, polnischer Topspieler, gegen Viktor Laznica, gespielt in der Bundesliga. Zwischen, lass mich lügen, Dresden und dem Team von Viktor Laznica. Okay, fangen wir an. Bartel mit Weiß, öffnen mit E4 und wir haben Karo Kann auf dem Brett. Die Vorschussvariante. Läufer F5, Spring F3, E6, Läufer E2. Und hier ist immer die Frage, spielt Schwarz mit C5 oder lässt er es erstmal sein und entwickelt seine Figuren? Es wurden schon so viele Sachen hier probiert, so viele verschiedene Ideen, auch mit H6, G5, alles Mögliche. Es ist eine sehr komplexe Stellung, weil es eben so geschlossen ist und ist wirklich immer für Weiß auch abhängig ist davon, was Schwarz unternimmt, wo dann letztendlich Weiß spielt. C5 sehe ich persönlich lieber, weil es ein bisschen einfacher ist, dagegen zu spielen. Ist klar jetzt, okay, Schwarz hat C5 gespielt, das heißt, ich kann mit Weiß darauf reagieren und im Zentrum spielen. Gut, Läufer E3. C schlägt D4. Das ist der Hauptzug hier an dieser Stelle. Springer schlägt D4 und Springer E7. Ja, hier den Läufer einzukassieren, bringt nicht so viel. Man würde Schwarz bei der Entwicklung helfen und gleichzeitig droht Schwarz hier auch direkt auf E3 zu schlagen. Das ist nicht so toll. Das würde hier Schwarz nur weiterhelfen. So, hier hat Weiß vieles schon probiert. Springer D2 ist ein Zug, C4 ist ein Zug. Aber der Zug, den ich persönlich auch als am stärksten einschätze und auch in meinem Weißrepertoire empfehle auf Chess24, in meiner Serie gegen Karo Kann, ist kurz Rochade. Aber der eigentliche Punkt ist, dass man springt mit Bc6 hier Läufer B5 spielt. Das erstmal komisch aussieht. Man zieht nochmal seinen Läufer, nur um den Springer zu fesseln, aber es geht tatsächlich darum, eben nicht Schwarz zur Entwicklung kommen zu lassen, beziehungsweise seine Entwicklung so schwer wie möglich zu machen und dann möglichst schnell auch selber das Spiel zu öffnen, indem man C4 spielt. Das ist hier der typische Hebel von Weiß, um die Störung zu öffnen. Okay, Läufer G6. Ein anderer Zug, der hier probiert wurde, ist A6, aber jetzt schlägt eben Weiß auf C6. Falls B schlägt C6, kommt dann C4, ist der typische Hebelzug. Und falls Springer schlägt C6, kommt, was Laznica tatsächlich schon selber hatte in der Partie, jetzt ist es ungünstig, weil jetzt Schwarz nicht mit dem Springer auf F5 schlagen kann. Verschlechtert seine Bauernstruktur und Weiß hat hier das angenehmere Spiel. In der Partie Schiow-Laznica, die Schiow auch gewann. Deshalb also Läufer G6, um genau das vorzubereiten, jetzt A6 zu spielen. Aber jetzt Weiß nochmal dran und spielt C4 direkt, A6. Und hier wurde auch schon Verschiedenes probiert. Läufer schlägt C6, der meisten gespielte Zug, aber Läufer A4, recht interessant. Und ich bin mir recht sicher, dass Bartel das hier vorbereitet hatte. Ja, der Punkt von A6 war es jetzt, die Deckung des Läufers von dem Punkt C4 aufzuheben, beziehungsweise auch manchmal die Idee zu haben, B5 zu spielen. Aber jetzt hier Springer A3 und es wird recht gefährlich für Schwarz tatsächlich. Und wir sehen eben dieses Thema, dass der schwarze König nach wie vor in der Mitte ist, während die Weißfiguren allesamt entwickelt sind. Es gab bisher eine Partie in dieser Stellung, erfolgt Springer schlicht C6 zwischen Ray Robson und Nazi Paikice. Aber wenn hier Schwarz die Damen tauscht, anstatt direkt auf C6 wieder zu schlagen, was in der Partie folgte, Weiß hat hier kein günstiges, er kann nicht abziehen, weil der Läufer hier hängt, so von der Dame bedroht. Und wenn hier bei Schwier schlägt, dann schlägt Springer steht C6 und ist okay für Schwarz. Hat er keine Sorgen, keine großen Sorgen.
Springer A3 ist der kritische Versuch. Und die Idee ist recht offensichtlich. Weiß möchte mit dem Bauern auf C4 schlagen und dann nach D6 gelangen. Und das wäre natürlich sehr, sehr unangenehm für Schwarz. Ja, B5 bringt hier nicht viel. Kommt einfach trotzdem Springer schlägt C4. Und ja, B schlägt C4 würde hier den Springer auf C6 hängen lassen. Und B schlägt A4 brauchen wir kaum angucken. Springer D6. Springer schlägt C6. Es ist zu viel. Jetzt drohen Abzüge mit dem Springer. Und wenn der König schlägt, Dame schlägt A4, Turm C1, ist schon bald matt. Vielleicht schon im nächsten Zug tatsächlich. Fast im nächsten Zug. Ja, okay. Wie auch immer, ist vorbei. Deshalb Läufer D3. Sehr logischer Zug, den Läufer hier auf D3 zu installieren und den Bauern zu decken und auch gleichzeitig den Turm auf F1 anzugreifen. Aber das kümmert Barthel recht wenig. Er spielt Turm C1. Es geht alles um Schnelligkeit hier, dass man schnell genug seine Initiative entfaltet, bevor Schwarz die Entwicklung vollenden kann. Turm C1, offensichtlicherweise die Idee, auf C4 zu schlagen und der Turm ist erstmal irrelevant. B5, wir werden es immer wieder sehen und ich werde es auch immer wieder zeigen, funktioniert nicht. Und es gibt hier diesmal kein Opfer auf C4, sondern das Opfer kommt auf B5. Das ist auch sehr typisch. Bauern werden eliminiert und diese Festung wird Lasnica wahrscheinlich noch bis in seine Träume verfolgen. Denn das werden wir durch die Gesamtpartien durchsehen. Und hier jetzt Dame D5 läuft in Läuferstrick C6, Damenstrick C6 und Damenstrick D3. Weiß gewinnt das Material zurück, mehr als das. Er hat im Endspiel einen Bauern mehr, plus bessere Figuren und der König noch immer noch in der Mitte bereitet hier Schwarz große Sorgen. Zum Beispiel Turmstrick A2 würde hier absolut nicht funktionieren. König D7, Turm C1 und gegen Turm C7 ist quasi schon kein Kraut gewachsen hier. So, kommen wir zurück zur Partie. Lasnica griff auf F1 zu. Und ich glaube, auch hier war Barthel noch in seiner Vorbereitung. Turm C8. Und jetzt Dame schlägt C4. Und es ist recht nett hier, finde ich, wie alle weißen Figuren entwickelt sind, aktiv sind, bis auf den Springer auf A3 vielleicht. Und Druck mal. Übrigens, Springer schlägt C4 hier, sieht auch gut aus, aber Schwarz kann einfach Springer D5 spielen, überdeckt das Feld D6 und hier jetzt konkret lässt sich nichts machen. Ist auch immer dieser Zug B5 ist auch immer in der Stellung, man muss weiß auch immer ein Auge drauf haben. Also Damenstrick C4 war richtig und hier hat jetzt Schwarz die Möglichkeit zwischen zwei Damenzügen, Damen C7 oder Damen D7. Ein Zug hält Schwarz in der Partie, der andere Zug verliert. Wenn ihr möchtet, könnt ihr an dieser Stelle einmal anhalten und selber ein bisschen rechnen und vielleicht selber zu einem Schluss kommen, welchen Zug ihr hier gespielt hättet. Also haltet ruhig mal das Video an und dann machen wir jetzt gleich weiter. Okay, in der Partie spielt Lasnica Dame C7, aber das ist das falsche Feld und danach hat Weiß objektiv bereits eine Gewinnstellung. Die Dame musste nach D7 und es gibt ein paar subtile Unterschiede, auf die ich eingehen werde. Dame C2 räumt das Feld C4 für den Springer, behält weiterhin den Druck auf C6 natürlich, aber jetzt Springer D5. Und der Punkt ist, dass jetzt nach Springer schlägt C6 Schwarz Läuferstrick A3 spielen kann. Und mit der Dame auf C7, das werde ich auch gleich nochmal zeigen, könnte Weiß Springer A7 Abzugsschach machen. Aber jetzt würde die Dame auf C2 hängen. Weiß kann hier trotzdem einen Abzug spielen. Er sollte nicht auf A3 schlagen, denn dann steht er bereits schlechter nach B5. Läufer B3 und Springer E7 und der Springer auf C6 geht wegen der Festung in der C-Linie verloren. Und Schwarz hat eine Qualität mehr. Deshalb Springer B8, sehr ästhetischer Zug, wie ich finde, aber nach einem großen Generalabtausch hier zeigt sich, dass Schwarz keine Probleme hat. Kann hier auf E3 schlagen, muss er auch nicht, aber warum nicht? Das
Endspiel hier ist keinerlei Problem für Schwarz. König F8 einfach und ist nichts los. Ausgleich. Es ist besser, Springer schlägt C6, ist an dieser Stelle Springer C4 zu spielen. Und jetzt Läufer E7. B5 wieder mal wird mit Springer schlägt B5 beantwortet und ist einfach zu viel. Weiß gewinnt immer auf die eine oder andere Art und Weise das Material zurück. Jetzt mit dem Trunk Springer A5 und eventuell auch Springer B6. Und Weiß steht klar besser. Aber Läufer E7 funktioniert. Springer schlägt C6 und jetzt B5. Wichtig. Falls B schlägt C6, dann kommt Springer B6. Springer schlägt B6, Läufer schlägt B6. Und das Witzige ist, dass hier nach Läufer schlägt C6 die Dame keine Felder hat. Ich habe ein bisschen zu viel rumgeklickt. So, hat keine Felder und Schwarz muss die Qualität zurückgeben auf C6 und hat dann einen Minusbauern. Deshalb also B5, schlägt Weiß auf E7, aber es ist immer noch diese Gabel mit dem Bauern und Dame D3, König F8, das war hier nochmal die Drohung, jetzt Dame A3 Schach, falls Schwarz auf A4 schlagen sollte. Aber König F8 entfernt den König, bringt den König nach G8, Läufer B3. Und Weiß hat nach wie vor Kompensation. Er hat ja auch schon einen Bauern für die Qualität, das Läuferpaar und so weiter und so fort. Aber Schwarz hat, denke ich, das Schlimmste überstanden und hat hier gute Aussichten, die Partie fortzusetzen, Remis zu halten oder vielleicht auch mehr. Das ist eine völlig unklare Stellung. So, Dame C7. Ich kann mir fast vorstellen, dass Barthel die Stellung nach Dame D7 noch analysiert hat und dort wusste, dass Dame C2 der beste Zug ist. Aber er hatte nicht Dame C7 angeschaut. Und hier ist Dame C2 nicht der beste Zug. Auch gut, aber bei Weitem schlechter als Dame B3. Denn jetzt hat Weiß auch ein Auge auf den Punkt B7. Und der andere Punkt ist, dass Weiß eben mit dem Turm auf C6 schlagen kann. Also in Varianten, wenn jetzt hier Schwarz den Springer zieht, dann kann Weiß hier mit dem Turm auch zugreifen. Das ist jetzt eine Beispielvariante. Aber das ist in vielen Varianten eben möglich. B5, ihr kennt es bereits. Ja, das wird nicht gut enden. Der Druck auf C6 ist zu groß. Und Weiß gewinnt. G6 noch am besten, aber jetzt Springer C4. Und jetzt gibt es hier mit der Dame auf B3, jetzt haben wir wieder diesen wichtigen Punkt, auf den ich eben schon eingegangen bin, gibt es hier das Motiv Springer B6 und es geht wiederum darum, dass der Turm auf C6 schlagen kann. Hier sehen wir es jetzt, Schwarz muss die Dame geben. Und wir kommen zu dieser Stellung, die man, denke ich, als Gewinnstellung für Weiß bereits verbuchen kann. Weiß wird einen weiteren Bauern auf A6 gewinnen und der schwarze König ist auch noch in der Mitte und kommt vielleicht auch gar nicht so leicht weg. Wenn ich mir das jetzt hier mal überlege, wie kommt dieser König eigentlich aus der Mitte weg? Es ist nicht nur diese Fesselung, aber ja, das sieht eigentlich sehr, sehr schlecht aus hier für Schwarz, gut, vielleicht Läufer G7. Aber selbst wenn man jetzt einen Zug spielt wie F4, warum nicht F4? Wie kommt Schwarz eigentlich aus dieser Festung raus? Ja, also die Störung ist einfach vorbei hier. Und Schwarz hat auch nichts Besseres als G6 und diese Variante. Schwarz verliert hier in allen Varianten. Ist vorbei. Wie soll ich es anders noch ausdrücken? Also da ging Barthel an dieser Chance vorbei. Sieht man manchmal, wie subtil die Unterschiede sein können. Dame C2 in der einen Stellung mit der Dame auf D7, Dame B3 in der anderen Stellung mit der Dame auf
C7. Gut, Dame C2. Dame schickt E5 ist hier zu gierig. Den Bauern hätte Schwarz nicht verspeisen sollen. Er hat jetzt hier zwei gute Alternativen. Eine Möglichkeit ist wiederum G6. Warum eigentlich immer G6? Ganz simpel, Schwarz möchte seine Entwicklung beenden hier mit Läufer G7 kurz auch Rabe. Weiß möchte das natürlich nicht zulassen. Spielt Springer C4, droht Springer D6 und Springer D5. Und jetzt hier an dieser Stelle, ganz witzig, spielt man jetzt Dame B3 und selbst mit einem Zug quasi noch Verzögerung. In der anderen Stellung hat hier Weiß schon Springer B6 gespielt, ist immer noch besser für Weiß. Denn gegen Springer B6 kann Schwarz auch nichts Richtiges ausrichten. Schlägt auf E3 und trotzdem Springer B6. Dame schlägt E5. Springer schlägt C8 und jetzt Läufer C5 sehr stark. Punkt ist, dass der Springer nicht geschlagen werden kann, weil am Ende der Turm auf C1 hängt. Mit der Dame oder mit dem Läufer. Deshalb Dame C3 forciert hier den Damenabtausch. Läufer D4. Turm schlägt C6. Und Weiß steht hier klar besser, aber die Partie ist noch nicht vorbei. Ich frage mich gerade eigentlich, warum die Partie noch nicht vorbei ist. Weil ja zum einen der Springer auf E3 hängt und Turm C4 droht mit Abzug auf den Läufer D4. Aber Schwarz kann hier Springer F5 spielen und überdeckt auf diese Art und Weise beide Truppen. Deckt den Läufer und deckt den Springer. Gut. Die Partie wird noch weiter fortgesetzt. Statt G6, ein weiterer Zug ist Springer D5, was ja immer dieser typische Zug ist, um sich zu befreien. Und tatsächlich kann das hier Schwarz zulassen. Ich gehe noch mal einmal kurz darauf ein, was ich vorher angesprochen hatte. Mit der Dame auf D7 ging hier Läufer schlägt A3 gut. Hier geht es eben nicht. Wegen Springer A7 Schach. Das ist der wichtige Punkt. Es kommt mit Schach. Und dann fliegt der Turm auf C8 weg. Und Weiß hat am Ende einfach eine Mehrfigur. Deshalb schlägt Schwarz hier auf C6 wieder. Läufer schlägt C6 und König D8. Das kann hier Schwarz machen. Ist Dame D1 wohl am stärksten, um Läufer schlägt D5 zu drohen. Schwarz sollte auch hier wieder die Dame geben, aber ist unter deutlich besseren Umständen, als was wir zuvor gesehen haben mit dem Turm in der Festung auf D7. Hier hat jetzt Schwarz zum einen diesen schönen Springer auf D5 und ist alles ein bisschen fester, ist ein bisschen solider. Nichtsdestotrotz steht hier Weiß klar besser, aber das wäre noch ein weiter Weg zum Sieg. Okay, schauen wir uns die Partie an. Dame schlägt E5, Springer C4. Fragt ja nach Springer C4, ja, Dame schlägt E5. Dame zieht zurück. Und jetzt begeht hier tatsächlich Bartha einen Fehler. Spielt Springer B6. Und das ist das falsche Feld für den Springer. Der Springer ist nicht nach C4 gekommen, um jetzt auf B6 zu landen, wo er zwar nett steht, aber eigentlich gar nicht so viel macht. Es geht immer noch um diese Fesselung. Also das ist ein großes Thema. Wie kann Weiß den Druck weiter erhöhen? Anderes Thema ist das Feld D6. Und Weiß hätte hier Dame E4 spielen können und das verknüpft diese beiden Drohungen ganz gut. Zum einen gibt es die Idee Springer E5. Und was aber noch viel schlimmer ist, es gibt diese Idee Läufer F4, Springer D6. Und beides kann eben Schwarz nicht parieren. B5 mal wieder. Ich glaube, es ist jetzt das letzte Mal, dass wir uns B5 anschauen. Diesmal schlägt Weiß mit dem Läufer auf B5 und dringt dann auf D6 ein. Springer schlägt C8. Ja. Springer B6 Schach. Springer schlägt B6, Dame schlägt C6. Weiß gewinnt das Material zurück und mehr Bauern, Angriff, alles. Gut. Bester Versuch für Schwarz, Springer D5. Aber jetzt Springer schlägt C6, B schlägt C6 und jetzt genau das meint. Der Springer will nach E5, nicht nach B6, nach E5 will er. Damit eben der Druck auf C6 übermächtig wird und Schwarz
es nicht mehr zusammenhalten kann. Läufer E7, Turmstück C6. Hier hat Schwarz 4 nichts Besseres, als die Dame zu geben. Aber diesmal hat er nicht zwei Türme, sondern... Gut, er hat zwei Türme, aber zwei Türme gegen Dame und Leichtfigur ist natürlich alles andere als ausreichend. Und das kann Schwarz hier getrost aufgeben. Tatsächlich in der Partie nach Springer B6 ist der weiße Vorteil futsch. Man glaubt es kaum. Ein Zug und der weiße Vorteil ist futsch. Aber wir werden mal sehen, wie es hier weitergeht. Ja, Turm D8 liegt auf der Hand. Dame 4 jetzt. Aber jetzt begeht hier Laschnicke einen schweren Fehler, der recht überraschend ist für mich. Ich weiß nicht, wie es vielleicht war in Zeitnot schon bereits. Schwer zu sagen, aber E5 führt recht klar zu einer völlig hoffnungslosen Stellung. G6 mal wieder. Den Zug haben wir schon häufig gesehen, aber hier war wirklich gut. Und es gibt häufig, oder nicht häufig, aber es gibt in manchen Varianten das Motiv, dass der König über G7 entkommen kann. Darauf werden wir gleich eingehen. Springer schlägt C6, Springer schlägt C6. Entschuldigung. So, und falls jetzt hier Turmstück C6 kommt, hier jetzt, in dieser Variante, wo Weiß noch mehr Material ins Geschäft gesteckt hat, jetzt, nach Läufer C5, König F6, wenn der Bauer nicht auf G6 stehen würde, sondern auf G7, könnte Weiß zum Beispiel Dame F3 spielen und hätte mindestens Dauerschach, denke ich. Ziemlich sicher. Aber jetzt würde der König einfach nach G7 kommen, der Angriff ist vorbei und Schwarz erfreut sich einiges an mehr Material. Falls hier Springer D5 ist noch besser, aber es bleibt dabei, Schwarz hat hier eine Qualität mehr und der weiße Angriff ist im Prinzip vorbei. Es folgt F5 im nächsten Zug, Schwarz konsolidiert sich langsam und kann auf Gewinn spielen. Bester Zug und einziger Zug, um in der Partie zu bleiben für Weiß, um nicht klar in Nachzug zu kommen, was ja überraschend ist, ist Springer C4. Ah, hier haben wir nochmal B5. Ich habe zu viel versprochen. Der Zug lässt uns nicht los. B5 ist hier gut für Schwarz. Zum ersten Mal, glaube ich. Fast zum ersten Mal. Läufer B6, Dame B7. Läufer schlägt D8. Springer schlägt D8. Jetzt kann Weiß nicht gut auf B7 tauschen, weil er dann immer noch in dieser Gabel drin steht. Deshalb Dame D4 mit Angriff auf den Turm auf H8. Turm G8. Turm D1, greift Springer auf D8 an, Dame C7. Immer noch besteht diese Gabel, C4 und A4 sind Angriff. Man weiß, kann Läufer B3 spielen, B schlägt C4 und Läufer A4 Schach wiederum und kommt in dieses Endspiel, wo Weiß endlich die Figur zurückgewinnt und das wird in einem Remis enden. Die Türme, Schwarz hat zwar im Moment einen Baum mehr, aber kann hier diese Festung nicht auslösen, ohne die Türme zu tauschen. Dann haben wir ungleich Fabio-Läufer und das Remis. So, E5. Das fragt ihr nur danach, dass jetzt hier Weiß auf C6 schlägt. Und hier sehen wir den Unterschied. Jetzt Turm schlägt C6 natürlich. Nicht Läufer schlägt C6, weil man auch Grundreihenprobleme hat. Aber Turm schlägt C6 ist der Knaller und es fliegt auseinander. Turm D1 hilft hier nichts. Hier hat jetzt Weiß schon Materialvorteil und sein Angriff geht immer noch weiter. Das braucht man eigentlich auch nicht angucken. Also B schlägt C6, aber jetzt Läufer schlägt C6, König E7, Läufer C5 Schach, König F6. Und ja, jetzt ist eben kein Bau auf G6. Der König entkommt nicht nach G7 und Schwarz verliert. Dame F3 Schach, König E6, Läufer D5 Schach, Turm schlägt D5, Dame schlägt D5, König F5. Und jetzt Springer D7. Ein Stück präziser noch, und auch finde ich recht ästhetisch, war hier Dame F3 Schach. Ein ganz nette Damenmanöver hier. König E6, Dame B3 Schach.
Ja, König F6, Springer D5 Schach ist recht klar mit Gabel. Deshalb König F5 und jetzt Dame H3 Schach, damit der König eben nicht wieder zurückkehrt nach E6. Gut, und jetzt ja, wird hier der König sogar matt gesetzt. Man könnte auch hier Dame gewinnen, aber warum die Dame gewinnen, wenn man den König gewinnen kann? Und Läufer E3, nebst matt. Gut, aber es gibt viele Wege nach Rom. Und Barthe entschied sich für einen anderen, spielte Springer D7. Es folgte König G6. Beste Chance war noch an dieser Stelle F6. Aber einfach Springer Schlägt F8, ganz prosaisch, Turm Schlägt F8, Dame D3 Schach. Und Läufer Schlägt F8. Und das war's. Wäre natürlich noch die Frage, was ist denn eigentlich, wenn Schwarz auf C5 schlägt? Das wäre hier noch die Frage, die ich jetzt gleich beantworten werde. Gar nicht so simpel, wie ich jetzt hier gedacht hätte. Gut, Dame schlägt F7. König E4, gut, wenn der König nach G5 geht, dann kann man auch noch auf G7 zugreifen. König E4. Könnte man natürlich hier das Spiel mit Springer F6, aber das ist nicht genug. Das fühlt sich so an, als wäre es nicht genug. Ich habe das Gefühl, man hat hier mehr als das. Dame F3 Schach bringt uns das weiter hier. Sieht nicht danach aus. Lasst uns noch einmal in diese Stellung reingucken. Dame steht auf F7, ist der Zug, jetzt nach König E4, sehe ich gerade gar nichts Besseres, als hier die Dame zu gewinnen, aber das fand ich jetzt auf den ersten Blick nicht überzeugend. Natürlich ist das hier gewonnen für Weiß, keine Frage, aber ich dachte, es wäre ein bisschen noch klarer, obwohl das eigentlich auch schon ziemlich klar ist hier. Na gut, wollen wir uns nicht zu lange mit diesen Details hier aufhalten. Ich werde dann nochmal drauf schauen, wenn es noch etwas Präziseres gibt, dann werdet ihr das wahrscheinlich jetzt schon in diesem Moment sehen, als kleine Nachricht auf dem Bildschirm. Okay, in der Partie folgte als letzter Zug König G6, dann Springer schlägt E5 Schach, König F6, wiederum Springer D4, Springer D7 Schach, König G6 und jetzt schöner Schlusspunkt, wie ich finde, mit dem Bauernzug G4. War alles vorbei für Schwarz, denn die Drohungen Dame F5 sowie Dame H5 können nicht beide abgewendet werden. Zum Beispiel H5, Dame F5 Schach, König H6 und G5 Matt. Deshalb gab Laschnika an dieser Stelle auf. Ich fand es war eine sehr aufregende Partie, direkt aus der Eröffnung, volle Kanne von Schwarz, Initiative ergriffen, Qualität geopfert und einfach alle Figuren auf den Gegner geschmissen. Vor allem immer diese Festung A4, E8, der Springer C6, ganz Partie unter Druck. Und klar, beide Seiten haben in dieser komplizierten Mittelspielsteuerung Fehler gemacht, ohne Frage. Es ging hin und her, Ungenauigkeiten, Fehler und das zeigt sich einfach, dass sehr starke Großmeister, wie diese beiden Topspieler in ihren Ländern, in Polen und Tschechien, sie auch mit solchen Störungen auch Probleme haben, wo es sehr viel zu berechnen gibt und sind auch nur Menschen. Aber dann hat Laschnika, möchte man sagen, den letzten Fehler gemacht und dann hat Barthi die Chance genutzt und eiskalt
den schwarzen König zur Strecke gebracht. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.